Oh, guten Morgen, schöne Welt. Huch, schöne Welt, hallo, so, schöne Welt. Wie geht es euch denn all? Huch. So, jetzt will ich mal gucken, wer hat denn hier einer Geburtstag? Ach, die Pam hat Geburtstag. So, Wetterbericht. Willkommen bei Kurze 5. Morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag. Alles klar. Wahrsager, oh, ich will den neuen Zuschauern, Zuhörer und Jungen aus dem Sternental willkommen, willkommen. Die Geister sind heute sehr glücklich. Sie werden einem Best gemein, heute etwas Glück zu verschaffen. Nice. Das ist... Hallo Christoph, hast du diesen Nachmittag Zeit? Ich habe mich endlich dazu überwunden, meine Kunst heute am Stadtplatz zu zeigen. Komm zwischen 15 und 17 Uhr vorbei, wenn du dabei sein willst. Okay. Christoph, es scheint mir, als würdest du so manche Leute hier recht nahe kommen. Wenn du etwas zeigen willst, dass du mehr als nur freundschaftliches Interesse bist, musst du demjenigen eine meiner wunderschönen Blumensträuße geben. Ich verkaufe sie ab jetzt zu einem fairen Preis. Wenn du eines Tages eine Familie gründen willst, ist das hier der erste Schritt. Pierre. Oh, der hat noch einen Brief. An Christoph. Ich habe letztens eine Feldstudie durchgeführt und dieses Exemplar entdeckt. Ich hoffe, du findest sie genauso interessant wie ich. Demetrius. Eine Nautilus-Muschel. Eine sehr alte Muschelschale. Ich finde sie äußerst interessant. Danke für dieses wunderschöne Geschenk. Du Nautilus-Taucher, du. So. Oh, guck mal da. Lachsbären. Lachsbären. Guck mal, das ganze Bier ist da oben fertig. Wunderbar. So, okay, warte. Jetzt hier wieder irgendwas zu abernten? Ja, passt. Alter. Alter, wie viel Pastinake fertig ist. Nein, nein. So, heute müssen wir zu Pierre. Oh, der hatte ja heute nicht auf. Oh, dieser Schlingel, ey. Der weiß ganz genau, dass er heute nicht auf hat. Und dann das. Verdammte Hacke. Echt? Oh, ist irgendwas fertig? Tatsächlich. Ach, Mann, ey. Jetzt muss der Kerl nämlich nie auf. Alter, wie viel Pastinake hier ist. Ich habe nicht genug gesagt. Gut. Oh, nee. Das ist echt nicht gut. Das auch noch. Ach, heilige Makrele. Gut, dann, Gott. Verkaufen. So. Hier, verkaufen wir auch mal. Bam. Ah, shit, ey. Alter Schwede. Gut, dann kommen wir halt nicht drum herum. Zwischen 15 und 17 Uhr. Das sollten wir hinkriegen für meinen Liebling da. Das sollten wir echt hinkriegen. Ja, du hast ja recht. So, auf geht's. Da runter. So, was mich jetzt mal interessieren würde. Nee. Ehrlich jetzt. Nein. Ich hätte es auch so einfach haben können. Ja, peinlich. ja, gut. Gut, dass wir da mal drüber geredet haben. Schön. Schön. Ja. Kurz ist da, das ganze Dings ist da schon weg. Verdammt, das ist nicht gut, ey. Muss ich das echt im Sommer ganz anders handhaben, glaube ich. Im Sommer muss ich das wirklich anders machen. Mit den Feldern. Und vor allem muss ich das dann selbst begießen lassen von den Sprenklern. Und ich glaube, das wäre mal eine Lebensaufgabe zu machen. Jetzt noch im Frühling so ein bisschen. Achso. Deswegen. Ja. Ich weiß. Ich weiß, was dein Problem ist. So. Eine Lebensaufgabe, das zu machen. Ich war gerade so ein bisschen verwirrt, weil er das halt nicht gemacht hat. Erstens, ganze blöden Bäume abpacken. Zweitens, Alter, die wachsen hier wie Unkraut gerade. Und zweitens, wir waren lange schon nicht mehr oben, haben mal geguckt, ob die Dings hier wieder jetzt gewachsen sind. Zweitens, wirklich, was würde ich sagen, auch nicht lügen.
Na, sag schnell. Alter, glaubst du es? Was soll ich jetzt gerade sagen? Ich habe jetzt voll den Faden verloren. Alter, bin ich gerade so verpeilt? Was ist denn los, ey? Ach ja, die Felder, so 8 Felder machen, so 8er Felder. Und davon dann halt jede Menge, weil wir haben genug Heuschrecken, wollte ich schon wieder sagen, siehst du? Genug Vogelscheuchten. So, die sind immer noch nicht fertig. Ah, alles klar. Mal hier sortieren kurz. Um das dann alles da mal klar Schiff zu machen. Hallo, ihr Lieben. Ja. Ja. Ihr braucht eigentlich Gras, ne? Das wäre mal ganz schön, wenn ihr sowas hättet, ja? Glaube ich euch. Verstehe ich auch. Oh, guck mal, die Kuh hat gerade getanzt. Die hat gerade so hin und her geschwenkert. So. Komm her. Genau, nicht wegringen. Oh. Guck mal, da haben wir wieder richtig gute große Milch. Yay, und schon wieder große Milch. Und dreimal richtig schön. Exzellente, super, mega, hammer, krasse Monstermilch. Monster-Kuhmilch, wohlgemerkt. Von der Seite sehen die immer dünn aus. Aber von vorne sehen die immer recht fett aus. So, guten Morgen, ihr Lieben. Habt ihr auch schön alle Eier gelegt? Ja. Ist ein Huhn abfanden gekommen? Nee. Hallo? Der habe ich noch nicht Hallo gesagt. Nein. So. Dann nehmen wir erstmal die Eier. Weil Gründe. Gag. So, und? Müssen wir mal gucken, wie viel Heu wir jetzt noch haben. Weil langsam wird, glaube ich, das Heu echt knapp. Dann müssen wir sonst bald nachkaufen. Wäre natürlich echt blöde, aber dann wäre es so. Ja, bitteschön. So, das Bier. Oh, hab ich das Bier gestern nicht fertig gemacht? So, wo ist er? Ja, hi. Mein Armer. Ja, hallo, mein Großer. So. Puh, okay. Hopfen. Jetzt fangen wir an mit 1, 2, 3, 4. Mit exzellentem Zeug. Da. Mit exzellentem Bier und sowas. Das wird jetzt mal. Nein. Das ist eigentlich doof gemacht. Ich hätte eigentlich hier das Schlechte machen sollen und auf der anderen Seite das Gute. Na gut. So, jetzt nichts drin. Alles klar. Jetzt gehen wir gerade mal zu Robin. Zu Robin. Und dann gehen wir zu Lea auf den Kunstmarkt, wo sie ja eigentlich uns eingeladen hat. Was ja auch sehr sehr lieb von ihr ist. Muss gerade mal wieder was trinken. Verzeihung. So, wieder Lachsbeeren. So, wir machen jetzt Lea, sag ich. Robin, dann müssen wir ins Stadtzentrum, hat sie gesagt, ne? So. Hallöchen, Popöchen. Haus aufbessern. Ein Stück Hartholz. Nice, ja, machen wir. Danke, ich werde morgen damit anfangen. Sollte ungefähr 3 Tage fertig sein. Oh, 3 Tage, ey. So, die Maru. Dienstag und Donnerstag arbeite ich in der Harvest-Klinik. Er sagt, er schätzt meine Anwesenheit, falls mein Medizingerät verrückt spielt. Ah, okay. Magst du sowas? Oh, das ist für mich. Ich werde das einfach da drüben hinlegen. Das war nicht gut. Das war echt nicht gut. Also sie mag sowas nicht. Hallo, Hüppchen. Bei der Saat. Naja, wenigstens etwas. Bei der Maru müssen wir also aufpassen, was wir der schenken. Das war nicht sonderlich gut. Das war nicht sonderlich sinnvoll, ihr sowas zu schenken. Wir gehen jetzt erstmal hoch, gehen wir ein bisschen baden, oder? Ach komm, wir naschen die einfach weg, oder? Einen nach dem anderen. Ich sehe es halt nicht immer wieder ein, da hoch zu gehen und so viel Zeit da drin zu verplempern. Ja, ich meine, wir müssen eigentlich echt mehr kochen. Und ich muss dann so Sachen wie die ganzen nicht so guten Eier, also ich sollte eigentlich nur exzellente Eier nehmen und nur exzellente Eier, um dann Essen zu machen, weil ich glaube, es ist viel zu aufwendig, die ganze Zeit da hoch zu stiefeln, zu baden und dann wieder runter zu stiefeln und, oh, weißt du, also ich glaube, das ist nicht Sinn und Zweck. Wie ist denn die an mir vorbeigekommen? Ach, Maru, tut mir leid.
Ein Bauer zu sein ist wohl ziemlich einfach, was? Ja, genau. Ich weiß nicht, aber die sieht auf dem Bild... Ah, schade. Auf dem Bild sieht die echt alt aus, ja? Aber so als Spielfigur oder als NPC sieht die so klein aus. Dann sieht die echt voll witzig aus. Voll niedlich, weißt du, so... Oh, lalalala. Aber es ist sie eigentlich gar nicht. Ah, oh, die Haare, ey. So. Ach so. Ah, warte mal. Sollen wir nicht hier hin? Ist hier nicht eine Kunstausstellung? Warte mal. Im Stadtzentrum hat sie gesagt, ne? Einmal hin. Christoph, du bist hier. Oh, sie hat rote Bäckchen. Okay, ich stelle wohl besser mein Werk vor. Wünsch mir Glück. Okay, viel Glück. Hallo zusammen. Hallo, 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 hallo. Was? Vielen Dank, dass ihr zu meiner Ausstellung gekommen seid. Ja, kein Problem, gerne. Wie ein paar von euch wissen, bin ich in diese Stadt gekommen, um mich von der unwunderschönen Gegend inspirieren zu lassen. Ja, das hoffe ich doch. Du hast hier eine halbnackte Frau. Okay, interessant. Dieser Ort fühlt sich jetzt wirklich wie mein Zuhause an. Wer ist es da oben? Wer ist das? Okay, ich möchte euch meine Skulpturen präsentieren. Ja, sehr gerne. Okay, was ist das? Diese habe ich noch nicht benannt. Anfangs sollte es nur eine Übung für menschliche Anatomie sein, aber ich habe sie dann doch beendet. Sieht gar nicht so schlecht aus. Der Ausdruck ist absichtlich etwas vage. Ist ihr etwas peinlich? Ist sie amüsiert? Hat sie Schmerzen? Das ist euch überlassen. Oh Gott, diese Stimme, ey. Hisia ist postdimensionale Neuro. Sie präsentiert die Grenze der menschlichen Vorstellungskraft. Postdimensionaler Nullraum. Das ist schon cool. Das ist eine echt coole Bezeichnung. Sehr physikalisch auf jeden Fall. Ihre Form und Farbe erscheinen mit deutlich zu einer Art Trance. Ja, das sieht ein bisschen weird aus. Aus wie so ein Bandwurm, der sie auch richtig schön fett gefressen hat. Ich nenne dies hier Eierköpfe. Ich wollte eine animatorische, humanoide Statue schaffen, die mit der Fähigkeit des Beobachters spielt, einem körperlichen Gebilde einer Persönlichkeit zuzuschreiben. Aha, okay. Warum wackeln die? Das finde ich interessant. Und die letzte heißt Holzskulptur 3 zur Würdigung meines Lieblingsbetreuers im Holz. Wunderschön. Bravo! Klasse! Zieh dich aus! Was? Entschuldigung. Hey, du da hinten! Schnauze! Nun, das waren meine Skulpturen. Oh, noch etwas. Oh Gott. Oh, oh. Ich würde mich gerne bei einer besonderen Person bedanken. Christoph. Yeah, Christoph. Küsst euch. Entschuldigung. Er hat mir die Idee dieses Ausstellung und den Mut gegeben, sie wirklich auf die Beine zu stellen. Ich weiß, das klingt ein wenig kitschig, aber es ist wahr. Oh. Oh, Elliot, es hat gerade mitgekommen. Ich bin stolz auf dich, Lea. Veranstaltungen wie diese hauchen unserer kleinen Stadt wirklich Leben ein. Großartige Werke! Ich liebe deine Kunst, Lea. Postdimensionaler Roman ist mein Lieblingsstück. Großartige Verwendung von Holz! Danke für die Ausstellung. Oh, sie sind alle so nett. Alle so lieb. Vielen Dank euch allen. Oh, und sie liebt uns. Fangen wir jetzt mit der Versteigerung dieser wundervollen Kunst an. Eine fabelhafte Ergänzung für euer Zuhause. Höre ich 5000 G für die Pinke? Wer ist dieser Typ da rechts? Wer ist das? Wer war dieser Typ? Oh, Mittwoch ist ja Ruhetag. So, gehen wir mal zu Leas Hütte. Gucken, ob wir jetzt nochmal mit ihr flirten können. Jetzt bin ich da am Stein hängen geblieben. Da ist er schon wieder, der Kent. Du bist schon eine ganze Weile hier, nicht? Dein Hof läuft wohl gut. Irgendwie habe ich so ein bisschen Angst, dass der so ein bisschen irgendwann mal austicken wird. Ich weiß nicht warum, aber
Oh, ein Gold. Da schmeißt einfach jemand einen Goldlachs weg. Leute, was ist denn verkehrt bei euch? So, kommen wir jetzt nochmal zu Leas Hütte. Dann haben wir jetzt volle Herz und sowas. Lea! Oh. Sie ist nicht da. Okay. Er ist halt. Ah, ich weiß vielleicht, wo sie sein könnte. Ich könnte es mir schon fast denken. Warte mal, wir gucken mal, ob sie da oben ist. Da ist Pam auf. Pam. Die Marnie. Marnie. Echt interessanter Name, muss ich sagen. So, da ist sie. Reden wir mit ihr. Lea! Wow, ich bin erschöpft. Die Ausstellung war ein voller Erfolg, nicht? Ja, das war sie. Nein, das war keine Absicht. Leider ist die gute Frau im Weg. So, einmal hier, einmal da. Ach, komm ich jetzt nicht dran. Gut, sammeln wir hier nochmal Lachsbeeren, weil die möchte ich jetzt mal alle verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Ach, die Lea, die ist schon echt gut. Ist schon eine gute. Eine sehr liebe, reizvolle, schöne, hübsche. Ach, das ist schon herrlich. Ist schon sehr herrlich. Ich bin sehr froh, dass ich die mir ausgewählt habe erstmal. Ich weiß halt nicht, wie sie als Frau ist, aber wir haben ja jetzt auch noch Penny vor uns. Vielleicht sollten wir uns noch Abigail nochmal warm halten. Abigail einfach nur deswegen, weil die auch echt abgefahren ist. Weil die echt gruselig ist. Nein, weil die ist eigentlich auch echt hübsch, die Abigail, muss man sagen. Aber ich bin mir nicht sicher, wie die als Frau sind. Ich bin mir generell nicht sicher, wie alle da als Frauen sind. Oh. Ach, guck mal, ich kann hier doch eine Narzisse geben. Eine Narzisse mochte sie doch, ne? Hast du diese Woche zwei Geschenke gegeben? Oh. Kann ich hier nochmal mit dir reden? Oh, nee. Ah, ich kann mal hier auftanken, das Wasser. So, jetzt kann ich auch hier wieder Bates reintun. Also, Ködatz. Und ich glaube, guck mal, schon wieder ein Lachsbären hier. Echt. Abgefahren. Und ich glaube, ich sollte... Wer war denn dieser Typ da oben? Der ist mir noch nie aufgefallen. Kann mal gucken, ob der hier irgendwo ist. Guck mal, ob er mit seinen verschränkten Armen hier irgendwo auftaucht. So. So, so, so. Okay. Oh, warte mal, ich habe hier noch das. Das hoch. Hallo. Ach so, komm ich gar nicht durch. Können wir noch hier rein tun? Okay. Einmal hier hin. So, das hier rein. So, okay, das hier wollte ich noch hier rein tun. Lauch, okay, haben wir da. Den Lauch können wir auch mal verkaufen. Ne, komm, den Goldlachs verkaufen wir. So, den Rest behalten wir. Den tun wir hier jetzt rein. Wieder, genau das. Das tun wir mal wieder hier rein. Achso, die Schnecke. Ach komm, die Schnecke können wir auch verkaufen. Die hier, zack. Grüne Alge, die können wir behalten. Brauchen wir ja immer mal auch für die Abenteuerkiste. Das wäre nämlich, wenn wir nämlich unten sind, das wäre wir nämlich... das wäre da so. Hier haben wir noch die Schnecke, haben wir schon rein. Okay, was haben wir denn hier noch alles Schickes? Dann können wir die Narzisse hier nochmal reintun. Komm, verkaufen wir das noch. Ups, eins behalten wir. So, so, okay, den Rest. Ja, behalten. Und den verkaufen wir jetzt auch noch. Haben wir nicht alles wegverkauft. Alles weggesnackt, was wir jetzt noch übrig hatten, weil wir brauchen ja jetzt eigentlich nicht mehr. So, den Stoff. Ich weiß gar nicht, wo ich... Oh, ich weiß den Stoff schon irgendwo hin. Da ist Stoff. Zack, okay, perfekt. So, warte mal, jetzt könnten wir nochmal... Also Holzstein, Erdkristall, Kupfer machen. Okay, also. Moment. Holzstein, Erdkristall, Kupfer machen. So. Kupfer.
Wie viel Kofferwaren brauchen wir denn dafür? Einen. Okay, dann nehmen wir mal alle hier mit. Erdkristalle gucken wir jetzt mal. Wie viel haben wir davon? Machen wir nochmal 5. Alles klar. Dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5. So. Zack. Alles klar. So, und jetzt machen wir Folgendes. Das kommt wieder hier rein. So, ich hätte jetzt nämlich vorgeschlagen, dass wir die Mayonnaise-Dinger hier noch reinballern. Warte. So, und zwar. Klar, es ist jetzt ein bisschen unübersichtlich, aber. Aber, das sind 5. Wir ändern das gleich. So, alles gut. Das war zu, hier rein. Hallihallo, ihr Süßen. Okay, einmal. Zweimal. Jetzt die Ente natürlich voll im Weg. Ente. So, wir nehmen jetzt mal die Sachen, die wir viel haben. Nehmen wir jetzt gerade mal. Wir können ja eigentlich auch alle Eier mitnehmen, ne, wenn ich ehrlich bin. So. So, und dann machen wir jetzt nochmal hier. So, das haben wir noch hier reingeballert. So, das können wir hier reinballern. So, warte, dann einmal zu, einmal auf, einmal zu, einmal zu. So, hier rein. Dann machen wir bam, 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 bam. Genau, und dann tun wir hier, neben den hier, tun wir auch noch die Eier jetzt hier rein. So, batz, batz. So, alles klar. Dann haben wir nämlich fürs nächste Mal wieder was zu tun. Dann müssen wir ein bisschen Abstand das nächste Mal machen und dann können wir da auch wieder was reinhauen. Jetzt gucken wir nochmal hier. Ist hier noch irgendwas? Hier ist nichts. Fertig. Hier, ah, guck mal da. Das ist fertig. Ach, jetzt muss ich einmal komplett aus rum. Ja, blöd. Das Ding ist ja zu voll. So viel. Oh, 180 Heuballen nur noch. Das könnte jetzt echt problematisch werden mit der Zeit. Aber hoffentlich kriegen wir noch hin. Hoffe ich doch echt. So, okay. Das haben wir alles. Das. Jetzt können wir noch gerade das hier machen. Bam, bam, bam. Okay, blab, blab. So, alles klar. So, hier gehen wir rein. Oh, armer kleiner Tick, ey. So, dann gehen wir jetzt schlafen. Ins Bett, ja. Ui, ui, das hat sich aber wieder gelohnt hier. Guck mal, 3000 alleine das hier. Was haben die Lachsbären gemacht? Oh, okay, 403. Ist eigentlich gar nicht so viel, wenn man ehrlich ist. Gut, dann